Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben es jetzt 8:45 und bei uns ist es aber noch ziemlich dunkel. Also die Sonne bzw. das Tageslicht kommt hier erst gegen 9 Uhr. Und ja, im Winter ist es hier tatsächlich so, dass ich merke, dass meine Hautpflege, die ich von Deutschland aus gewöhnt bin, nicht ausreicht, weil die Luft hier schon sehr trocken ist. Und ich mich jetzt hier so ein bisschen umstellen wollte und ich wollte euch kurz erzählen, was ich jetzt hier anders mache. Ich habe jetzt mir ein neues Serum gekauft als erste Grundlage. Und zwar ist es von Vichy Mineral 89. Das ist jetzt hier extra so ein Feuchtigkeitsserum. Ich mache das jetzt mal gerade drauf. Da braucht man auch nicht relativ wenig. Also es sind so 2 Pumpstöße. Und dann mache ich die aufs Gesicht. Das Einzige, was ich hierbei nicht so gerne mag, ist, dass das eine sehr gelige Konsistenz hat. Also es ist so ein bisschen gefühlt klebrig. Ja, also das ist so das, was ich nicht so gerne mag. Jetzt lasse ich das im Moment einziehen. Fakt ist aber, dass ich mich hier viel, viel öfter eincremen muss. Also muss jeden Abend auch Füße eincremen, Hände eincremen und nach jedem Duschen mich eincremen. Weil tatsächlich auch egal, wie viel man trinkt, tatsächlich das eben sehr, sehr trockenes Klima hier ist. Und dann, wenn das so ein bisschen eingezogen ist, habe ich, und die hatte ich schon ein paar Mal, von Bare Minerals, die Butter Drench. Das ist diese Creme. Also ich mag die, weil die eben auch neutral im Geruch ist. Das Vichy ist eigentlich auch relativ neutral im Geruch. Und wie man sieht, die ist schon sehr cremig, butterig. Also die ist so ein bisschen, fühlt die sich an wie so eine Creme Fraiche eigentlich. Ja, und die kommt jetzt hier erstmal drüber und dann, ja, dann lasse ich das einziehen und erst dann, ich mache es dann auch immer so, dass ich auf jeden Fall immer den Nacken bzw. die Halspartie mache oder abends dann auch noch ein bisschen mehr Dekolleté und die Restcreme, die dann irgendwie übrig bleibt oder so, die kommt dann auf die Hände und hier habe ich von MAC so ein Lip Conditioner. Den habe ich irgendwie letztes Jahr in München dann mal geschenkt gekriegt beim MAC. Und der ist eigentlich auch super. Der sieht eigentlich fast aus wie so ein Lipgloss, ist aber sehr, sehr pflegend. Den mache ich dann morgens, wenn ich mich eingecremt habe, auch drauf. Und dann kommt erst das Make-up drauf. Also jetzt sieht man, es glänzt jetzt hier so ein bisschen, aber es dauert jetzt ein paar Minuten und dann ist das eingezogen. Und das ist aber tatsächlich so, dass ich das mindestens brauche, damit es eben hier funktioniert für meine Haut, die jetzt in der Tendenz sowieso schon ein bisschen trockener ist. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute auch mal mit zum Einkaufen beziehungsweise zeige euch später mal, was ich hier an Lebensmitteln gekauft habe. Und dann erkläre ich euch auch mal ungefähr, was das gekostet hat, dass ihr so einen Eindruck kriegt, wie diese Situation hier vor Ort ist. Dann sehen wir uns gleich. So, jetzt bin ich in meinem Büro, weil wir haben gleich online Norwegisch-Unterricht. Freue ich mich schon drauf. Ich habe jetzt noch von Bare Minerals diese getönte Tagescreme drauf gemacht. Bisschen Bronzer, weil sonst sieht man ja super käsig aus. Und wie ihr jetzt hier hinten sehen könnt durchs Fenster, es wird so langsam hell. Es ist jetzt 8:55 Uhr und ja, so Stück für Stück wird es hell. Es ist heute auch ziemlich kalt. Also ich denke, nach dem Norwegisch werde ich hier so ein bisschen aufräumen, dann einkaufen gehen, dann zeige ich euch die Einkäufe und dann werde ich heute auf jeden Fall noch einen Spaziergang machen, schön dick eingemummelt und dann sehen wir uns später, wenn ich die Einkäufe auspacke. Bis dann! Beim Einkaufen und habe mir gedacht, ich zeige euch mal, was ich hier so gekauft habe und was die Lebensmittel hier zum Teil kosten. Dazu muss ich sagen, es gibt hier sehr unterschiedliche Arten von Supermärkten. Es gibt ganz kleine, es gibt mittlere und es gibt sogenannte Mega-Supermärkte. Wir haben jetzt hier um die Ecke einen so mittleren der Marke Extra Coop. Und da sind wir eigentlich ganz zufrieden. Man kriegt da wirklich alles ganz gut. Wir haben hier so 5 Minuten mit dem Auto entfernt auch so einen Megastore. Da hat man natürlich eine deutlich größere Auswahl, aber letztendlich verleitet es natürlich auch immer dazu, dann viel mehr zu kaufen. Und ich habe euch hier mal so eine kleine Auswahl mitgebracht von Sachen,
die bei uns jetzt hier im Standardrepertoire sind. Also ich habe jetzt nicht den ganzen Einkauf, weil das wäre wahrscheinlich ein bisschen langweilig, aber so Standardsachen. Und jetzt, da wir ja gerade Weihnachtszeit haben, habe ich Mehl gekauft. Die haben jetzt hier das Mehl auch in diesen größeren Packungen. Und was hier ganz witzig ist, die haben hier also schon fertig gesiebtes Mehl. Also das heißt sifted Heftemehl, also gesiebtes oder ja, fein gemahlenes, gesiebtes Weizenmehl. Und da kostet jetzt hier so ein großes Paket, ich muss da immer noch mal nachgucken, weil, also das kostet, weil ich die Preise jetzt natürlich nicht alle auswendig im Kopf habe, das kostet jetzt 25 Kronen. Das sind so, weiß ich nicht, 2,10 Euro ungefähr. Also das Mehl haben wir mitgenommen. Dann haben wir Apfelsaft. Der ist jetzt natürlich hier auch noch aus Südtirol, auch witzig. Aber ja, bei uns wird eigentlich immer nur Wasser getrunken, aber die Kinder trinken eben ganz gern Apfelschorle. Und das mit dem Apfelsaft ist hier tatsächlich interessant, weil der Preis ständig variiert. Also von derselben Sorte des Apfelsafts im selben Supermarkt. Und zum Beispiel im Megastore kostet er 40 Kronen. Jetzt hat er hier die ganze Zeit 35 Kronen gekostet und heute habe ich ihn für 25 Kronen gekriegt, ohne dass es jetzt tatsächlich auch noch so als Angebot ausgewiesen wäre. Also 25 Kronen, das heißt, es sind auch so ja, 2,10 Euro, 2,20 Euro für so ein Ding Apfelsaft. Ja, also wir kaufen dann immer mal ein paar, aber jetzt auch nicht unentwegt. Je nachdem auch, also für 4 Euro kaufe ich jetzt hier keinen Liter Apfelsaft. Ich gucke dann immer, wie der Preis so ist. Dann habe ich hier Äpfel mitgebracht. Da kostet das Kilo 39,90 Kronen. Das sind so, ich würde sagen, 3,50 Euro fürs Kilo. Das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Kilo. Sind aber keine Bio-Äpfel, sondern eben ganz normale Äpfel hier aus Norwegen. Und ja, also das Kilo ungefähr 3,50 Euro. Dann habe ich mitgebracht ein sogenanntes Jägerbrot, so ein bisschen so ein dunkleres Brot mit Körnern drin. Das Brot ist hier relativ weich, aber wir benutzen es immer so, dass wir es halt toasten. Das kostet jetzt hier 25 Kronen, also auch so 2,40 Euro. Wir haben hier um die Ecke noch einen relativ, ja, so einen exklusiven Bäcker, der auch richtiges Sauerteigbrot macht und ganz tolles Gebäck hat. Aber der ist entsprechend teuer. Also da kostet dann so ein Sauerteigbrot auch über 5 Euro. Das ist dann, holen wir meistens Brötchen und ein Brot zum Wochenende fürs Sonntagsfrühstück. Und ansonsten kommen wir eigentlich hier mit dem normalen Brot aus dem Supermarkt ganz gut klar. So, zu den Milchprodukten, da habe ich hier einen Liter Milch gekauft von der Marke Anglermark. Anglermark ist, soweit ich das weiß, die Biomarke von Coop. Und die Produkte sind eigentlich alle ziemlich gut. Die haben auch ganz toll Shampoo und so Flüssigseife, alles ohne Geruch und ohne Farbstoffe und so weiter. Also, und jetzt kostet hier so ein Liter Milch 24 Kronen, also auch so um die 2,10 Euro. Das ist also eine Biomilch. Und dann habe ich hier noch Creme Flirt mitgebracht. Das ist Sahne. Die kostet 19 Kronen, also so ungefähr 1,50. Was ganz interessant ist, das war so die erste Erfahrung mit der Sahne hier bei uns. Wir wollten Kuchen machen und Sahne aufschlagen und haben die nicht aufgeschlagen gekriegt. Und dann haben wir gegoogelt und es war mir tatsächlich auch nicht bewusst, dass die Sahne, wenn sie aufgeschlagen werden muss, einen gewissen Fettgehalt haben sollte. Und wir hatten hier nur eine Sahne mit einem relativ niedrigen Fettgehalt. Es hat also nicht funktioniert. Und diese Creme Flirt Sahne, das ist jetzt eine Sahne mit einem höheren Fettgehalt. Und die gibt es hier vor allem in unserem Supermarkt tatsächlich nur in der Vorweihnachtszeit. Also die hatten sonst immer nur die etwas fettärmere Sahne. Und jetzt so seit, ich sag mal, Mitte November gibt es diese Creme Flirt, wie man dann auch sieht, hier mit so einem Weihnachtsmotiv in sehr unterschiedlichen Größen. Gibt es dann auch so als Halbliter und so. Ja, die gibt es jetzt tatsächlich nur in dieser Vorweihnachtszeit. Vorher mussten wir dann tatsächlich auf einem anderen Supermarkt mit einem größeren Sortiment ausweichen, um die hochfettigere Sahne zu bekommen. Und dann habe ich hier zum Beispiel Grünkohl. Und das mögen wir hier total gerne, weil der Grünkohl ist
zwar jetzt hier in Plastik verpackt, was doof ist, aber die Portionsgrößen sind hier immer richtig toll. Also da kommen wir zu viert immer ganz gut hin, als Beilage wohlgemerkt. Der ist dann schon vorgeschnitten und vorgewaschen und ich wasche den dann trotzdem noch einmal durch. Und dann ist der ruckzuck vorbereitet. Der kostet jetzt hier 28,50 €, also auch so 2,50 €. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich bei uns in Deutschland selten tatsächlich Grünkohl bekommen habe. Dann habe ich hier Brokkoli, aber diese, wie man das jetzt sehen kann, diesen mit den langen Stängeln, also diesen kleineren Brokkoli, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ja, der kostet jetzt hier 37 Kronen, also ja, 3,40 € so ein Päckchen. Das sieht jetzt relativ klein aus, aber eigentlich ist es auch eine gute Portionsgröße als Beilage eben zum Essen. Und dann habe ich noch eine Salatgurke mitgebracht. Die ist jetzt auch wieder von Angler Mark als Bio, weil ich habe das Problem, dass ich Salatgurken schlecht vertrage. Also ich vertrage sie tatsächlich nur in der Bio-Variante, weil ich dann sonst wie so eine Art Migräne von bekomme. Und die Gurke ist jetzt hier, die Bio-Gurke ist jetzt hier tatsächlich günstig mit ungefähr 30 Kronen, also 2,80 €, 2,70 € sowas. Im Moment, es variiert ja mal ein bisschen, steht die Krone eigentlich für uns ganz gut, wenn wir noch mit unseren Eurokonten in Deutschland bezahlen müssen. Das heißt, es ist relativ günstig. Und diese Gurken jetzt für 30 Kronen ist jetzt tatsächlich interessanterweise am günstigsten, seit wir hier sind, weil die waren hier auch schon bei 50 Kronen. Also dann so ungefähr 4,90 € für eine Gurke ist dann natürlich schon ein Preis, den ich persönlich jetzt nicht bezahle. Dann habe ich noch eine Sache mitgebracht und das sind hier so Cracker, weil meine Tochter die gerne mit in die Schule nimmt, sind so Salzcracker. Die sind auch echt lecker und ja, da kostet dann so ein Päckchen 19 Kronen, also 1,70 € oder so. Die Süßigkeiten sind hier auch ein bisschen teurer. Also das fällt ja jetzt nicht unter Süßigkeiten, wenn man Schokolade oder so kauft. Es gibt hier auch nicht, bei weitem nicht, diese Riesenauswahl, die es bei uns gibt an Süßigkeiten. Und auch an der Supermarktkasse gibt es hier keine Süßigkeiten. Da gibt es Kaugummis und ansonsten gibt es hier aber eigentlich nichts in dieser sogenannten Griffhöhe. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen interessiert, was wir hier so für die Lebensmittel bezahlen. Und letztendlich muss ich aber sagen, ich trecke ja die Finanzen, dass wir jetzt zumindest im letzten Monat im Vergleich zu Deutschland tatsächlich nicht mehr ausgegeben haben für Lebensmittel und haben trotzdem eigentlich alles mehr oder weniger gegessen, was wir wollten. Und gucken aber hier anders auf die Preise als in Deutschland. Also in Deutschland habe ich einfach meine Produkte gekauft. Da hätte ich jetzt auch gar nicht so genau sagen können, was die kosten. Und hier gucke ich eben relativ genau, weil wie man das bei dem Apfelsaft jetzt auch schon mitgekriegt hat, variiert das enorm, wie die Preise sind und manchmal täglich. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn man dann irgendwie einfach nur blind ins Regal greift und das Ding ist dann eigentlich fast doppelt so teuer als irgendwie noch vor 3 Tagen oder so. Ja, also das war mein kleiner Einkaufsroll für euch. Und mal wieder habe ich beim Schnitt festgestellt, dass ich kein richtiges Outro gemacht habe, also mich nicht ordentlich bei euch verabschiedet habe. Ihr seht, haben wir jetzt unseren Christbaum schon aufgestellt. Wir haben die Lichterketten dran. Das macht glücklicherweise immer mein Mann, weil das ist, glaube ich, das, was am allerschlimmsten ist beim Christbaum aufstellen. Für mich zumindest. Die Lichterkette da drauf zu fuddeln und auseinander zu dröseln. Ja, der wird jetzt heute Mittag geschmückt. Wir werden heute Mittag wahrscheinlich noch mal ein paar Plätzchen backen. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin.